Im Windows Explorer nach Dateien suchen. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich bin hier mit Windows 11 unterwegs und mache zuerst ein paar Grundeinstellungen. Ich gehe auf diese drei Tupfer, Optionen und hier zu Suchen und klicke hier auf komprimierte Dateien. Das heißt, wenn ich etwas suche, dann sucht es auch nach Wörtern, zum Beispiel in diesen ZIP-Dateien. Und auch das hier wähle ich aus, denn wenn ich etwas suche, dann könnte es ja sein, dass dieses Stichwort in einer Datei vorkommt. Das dauert dann ein bisschen länger, aber dafür habe ich mehr Treffer. Übernehmen und mein PC sucht ab jetzt auch in Dateien und nicht nur Dateinamen oder Ordnernamen. Die Suche befindet sich hier oben. Ich klicke hier auf diese Lupe und ich kann nun sofort suchen. Ich suche mal nach Pirmin. Und ja, es dauert und es dauert und es dauert. Viel schneller geht's, wenn ich bereits jetzt weiß, dass meine Dateien, die ich suche, vermutlich hier bei den Dokumenten oder in der Musik oder bei den Videos sind. Ich klicke mal auf Dokumente und gehe nochmals auf dieselbe Suche. Ich klicke jetzt hier oben rein. Pirmin ist immer noch vorhanden. Jawohl, und jetzt geht die Suche viel schneller und ich sehe, was ich gesucht habe. Hier habe ich Spaltenüberschriften. Das ist zwar praktisch, aber hier fehlen ab und zu auch Spaltenüberschriften. Ich will ja nicht nur das Änderungsdatum, vielleicht will ich ja das Erstelldatum. Ich mache hier oben einen Rechtsklick und kann nun weitere Spalten einblenden. Erstelldatum und bei Fotos wäre es vielleicht auch interessant, wann war das Aufnahmedatum? Wo ist denn das zu finden? Hier bei Weitere, da hat es unglaublich viele Angebote bis zu Kameratyp. Also ich könnte herausfinden, welche Kamera wurde denn verwendet. Hier Kameramodell, unglaublich. Und ja, ich wollte ja noch das Aufnahmedatum. Also hier Aufnahmedatum, okay. Und diese beiden Spalten erscheinen sofort. Und das Änderungsdatum, das interessiert mich vielleicht nicht. Das könnte ich mit einem Rechtsklick auch entfernen. Und das Aufnahmedatum nach vorne schieben, das Kameramodell auch. Also ich habe hier alle Möglichkeiten, wonach ich suchen möchte. Ich bin nun hier bei meinen Dateien und ich suche hier drin nach Pirmin. Dann, Achtung, fehlen die Spaltenüberschriften. Ich möchte ja hier nach diesen Spaltenüberschriften sortieren und das ist doof, aber es gibt einen Trick. Klicken Sie hier auf die Detailansicht und sofort erscheinen wieder die gewünschten Spalten. Ich kann hier nach Namen sortieren, ich klicke hier drauf und jetzt ist alles schön alphabetisch sortiert. Aber hier steht schon wieder Änderungsdatum. Ich möchte ja wieder das Aufnahmedatum oder Erstelldatum, das interessiert mich mehr, dann könnte ich nach dem Erstelldatum sortieren und finde dann eventuell schneller meine Datei. Jetzt möchte ich ja auch wissen, wo ist denn eine Datei überhaupt abgelegt? Ich habe hier eine Pressemappe. Hier steht Pirmins Dateien. Oh, ich kann diese Spalte auch ein bisschen in die Breite zupfen. Oder ich kann hier einen Rechtsklick machen und sagen, ich will den Dateipfad öffnen. Dann öffnet sich dieser Pfad hier. Also ich weiß, hier irgendwo muss nun diese Datei liegen. Da habe ich die Pressemappe. Wenn ich nach einem bestimmten Dateityp suche, dann geht das so. Ich klicke hier oben rein. Ich setze einen Joker, also einen Stern, Punkt, DocX. Das heißt, ich suche nach Word-Dateien, Enter, und jetzt erscheinen alle Word-Dateien, die hier in diesem Ordner stecken. Oder ich suche ein Bild, ich habe das irgendwo verlegt, also ich klicke hier wieder drauf, Stern.jpg für JPEG, Enter, und es erscheinen alle Bilder. Und wenn ich hier unten die Ansicht ändere, dann sehe ich auch noch die Bilder bei Pirmins Dateien. Wenn ich auf meinem PC, also dieser PC, nach Bildern suche, ich klicke hier auf dieser PC, ich mache dasselbe Spiel nochmals, JPEG, das kann doch eine Weile dauern, bis Windows all meine Bilder gefunden hat
Und Sie sehen hier unten schon 1000 Elemente, das ist ja unglaublich. Natürlich findet der PC nun auch all meine Systemdateien und sicher auch irgendwo jene Bilder, die ich schon lange mal vermisst habe. Ich kann auch nach einem bestimmten Datum suchen. Ich schreibe Datum, Doppelpunkt, und jetzt das Datum, denn ich kenne das Erstelldatum, das war der 17.09.2020, Enter, und die Datei erscheint hier sofort. Und wenn ich die Detailangaben sehen will, klicke ich hier auf Detail und ich sehe den Speicherort. Okay, den würde ich auch erhalten mit einem Rechtsklick darauf, Dateipfad öffnen und ich finde den Speicherort oder ich öffne die Datei natürlich sofort von hier aus. Es gibt auch noch Suchoptionen. Leider erscheinen die erst, wenn ich hier schon etwas gesucht habe. Hier bei Suchoptionen könnte ich auch auf Änderungsdatum gehen. Achtung, das ist nicht Erstelldatum, sondern Änderungsdatum. Wann habe ich das letzte Mal daran gearbeitet? Und kann hier den Zeitraum wählen, in welchem ich vermutlich noch daran gearbeitet habe. Bei der Art sieht man, ich könnte noch E-Mails durchsuchen, ich könnte Links durchsuchen, die ich letzthin verwendet habe. Und ja, das hat ja kein Ende mehr. Oder die Dateigröße. Ich könnte hier wählen, wie groß war denn diese Datei. Das kann ich aber auch direkt hier oben wählen. Ich kann hier schreiben, Größe, Doppelpunkt und setze nun ein größer als 2 Megabyte, Enter und natürlich erscheinen jetzt Bilder und Videos und da war noch eine große Word-Datei. Oder ich will mal ganz kleine Dateien suchen, die sind kleiner als 50 Kilobyte, das sind wirklich sehr kleine Dateien, hat es solche, ja, hier ein paar wenige. Oder ich schreibe, die Datei ist größer als 1 Megabyte. Aber kleiner als 5 Megabyte. Also ich kann das auch kombinieren und auf die Suche gehen. Das sind nur noch ein paar wenige und ich sehe hier die Dateigröße. Ich will nun noch wissen, welches ist denn die kleinste Datei oder die älteste Datei oder das älteste Bild. Also ich suche hier einmal nach meinen Bildern. Also Stern.jpg. Ich suche danach und sortiere nach Änderungsdatum oder dann eben nach Erstelldatum und weiß sofort, welches Bild ist das älteste. Das ist die älteste Datei oder ich kann ja auch andersherum sortieren. Ich klicke hier auf Erstelldatum und sehe sofort, das ist offenbar die jüngste Datei. Das war's.